wie uns die Alten summen, wenn die Politik aus dem Ruhestandsoff kommentiert wird. Um dieses heiße Thema ging es beim letzten Dienstag in der Parteizentrale der Steirischen Volkspartei am Grazer Karmeliterplatz. Es diskutierten Politikberater Thomas Hofer, der stellvertretende Klubobmann der ÖVP Werner Amon und die Ex-Politiker Andreas Wabel und Bernd Schilcher unter der Leitung von Gisela Hopfmüller. Warum kommentieren Politpensionisten eigentlich die aktive Politik? Die Bundespolitik hat in der Pensionsreform nichts getan, hat die Hackler-Regelung gelassen, wie sie ist. Sie hat in der Bildungsreform viel zu wenig getan. Sie tut bei der Gesundheit nichts. Die Finanzsysteme regieren, die ökonomischen Systeme regieren. Die Politik hat das Primat verloren, das heißt, die Politiker haben wenig zu reden und wenig zu sagen und schon gar nicht sehr viel mehr durchzusetzen. Es gibt viele Bereiche, wo Lösungen an sich zwar dringend notwendig wären, aber nicht wirklich gebracht werden, weil sich teilweise die Koalitionspartner blockieren oder Themen nicht anpacken. Und da melden sich dann die Altvorderer zu Wort und mahnen diese Reformen ein. Aber es wird natürlich immer die Frage auch erlaubt sein, auch in die Richtung der älteren Kollegen, warum sie nicht all das, was sie uns jetzt sozusagen als im besten Sinn des Wortes Besserwisser vorsagen, warum sie das nicht schon in ihrer aktiven Zeit umgesetzt haben. Was vielleicht eher österreichisch ist, ist dieser dauernde Wille und diese Suche nach dem Kompromiss, nach der Lösung, mit der alle zufrieden sind. Also das ist wohl die fleischgewordene große Koalition, und dass das nicht immer der Weisheit letzter Schluss ist, das sehen wir auch aktuell gerade. Also da nimmt die Steiermark sicher eine Ausnahmerolle ein. Wir sind sicher jetzt ein Reformmotor und eine Vorzeigeregion für ganz Österreich. Aber es gilt sicher, einiges mehr anzugreifen auf österreichischer Ebene. Bei aller teilweise auch berechtigter Kritik. Leicht haben es die heutigen Politiker nicht. Wir gehen heute eigentlich auf eine Situation zu, wo wir den Menschen erklären müssen, wo wir den Sozialstaat effizienter gestalten müssen, zurückbauen müssen. Wir müssen den Menschen sagen, ihr müsst vielleicht länger arbeiten. Wir müssen das Pensionsantrittsalter, das gesetzliche, erreichen. Wir können keine Steuerzuckerl vergeben, im Gegenteil. Wir müssen schauen, dass wir das Budget sanieren. Eine Lösungsmöglichkeit gegen den vermeintlichen Stillstand im Land könnte die Stärkung der direkten Demokratie sein. Bei einer bestimmten Anzahl von Unterschreibenden soll das zu einer Volksabstimmung kommen. Da können auch die Politiker nicht sagen, nein, das wollen wir nicht, sondern das muss vom Volk abgestimmt werden. Damit eröffnen wir wieder eine ungeheure Chance, dass einzelne Bürgerinnen und Bürger oder Gruppen wieder teilnehmen können an der Politik. Sie werden nicht aufhören, die aktuelle Politik zu kommentieren. Und das sollen sie auch gar nicht. Das können sich die Altvorderen, sage ich jetzt mal, leisten, weil, so wie der Peter Ustinov gesagt hat, wenn man einmal sich um nichts mehr kümmern muss, dann kann man einfach quasi auf die Trommel hauen. Und da ist es, mein Gott, um einiges leichter, nach diesen Verstrickungen, die man hat, locker zu parlieren und Ratschläge zu geben. Damit muss man leben. Mein Gott, das gehört zum Geschäft dazu. Und wahrscheinlich wird es mir auch so gehen, dass ich später mal gute Ratschläge gebe.